Sehr geehrte Damen und Herren, Sonja Lahnstein-Kandel und ich begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem ganz besonderen Abend in unserer Dialogreihe Bridging the Gap hier am Hamburger Rathausmarkt. Heute Abend zum Thema Weltbürgertum oder Bürgertum im Irgendwo, wozu Heimat? Fragezeichen. Als wir Ende des vergangenen Jahres dem heutigen Abend das Thema gegeben haben, konnten wir noch nicht ahnen, dass die Große Koalition in Statu Nascendi uns auf unser Thema mit Horst Seehofers Heimatministerium eine ganz eigene Antwort auf unsere Leitfrage geben würde. Wir werden vielleicht noch sehen, wohin uns diese zufällige Aktualität heute Abend noch führen wird. Fast 8 Jahre jedenfalls ist es her, dass Sonja Lahnstein-Kandel uns hier im Bucerius Kunstforum den Vorschlag unterbreitet hat, gemeinsam mit dem Deutschen Freundeskreis des Israel-Museums eine Dialogreihe mit dem Namen Bridging the Gap ins Leben zu rufen. Der Anlass damals war ein ganz besonderer. Unsere Chagall-Ausstellung 2010, für die das Israel-Museum seine Schatzkiste weit geöffnet und seine berühmte Chagall-Sammlung auf die Reise nach Hamburg geschickt hat. Entstanden ist damals eine Dialogreihe, die sich den großen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen in unserer globalisierten Gesellschaft widmet und die seit ihrer Premiere immer wieder über Israel und den Nahen Osten hinausweist. Sie will, wie der Name schon sagt, Brücken bauen und zeigen, dass Verständigung selbst über Grenzen und auch deutliche Gegensätze hinweg möglich ist. Seit 8 Jahren setzt diese Reihe Akzente und sie wird dabei von der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius gefördert, wofür ich auch heute Abend Manfred Lahnstein, dem Kuratoriumsvorsitzenden unserer Stiftung, sehr herzlich danke. Ob hier im Bucerius Kunstforum oder bei Joachim Lux im Thalia Theater, die Reihe ist wirklich ein ganz besonderes Juwel. Hinter Bridging the Gap verbirgt sich aber noch mehr, nämlich vor allem das wichtigste Förderprojekt des Vereins zur Förderung des Israel-Museums in Jerusalem. Nur dank des Engagements des Vereins und seiner Förderung können seit 22 Jahren Woche für Woche in diesem weltweit einzigartigen, völkerverbindenden Programm des Israel-Museums palästinensische und jüdische Kinder in einem Kunstprogramm zusammenkommen. Trotz Krieg, Attentaten und Terror, und das so ist, ist viel mehr als ein Wunder. Bridging the Gap gibt diesen jungen Menschen einen Ort der Begegnung. Sie malen und gestalten gemeinsam, sie lernen, Ängste und Vorurteile zu überwinden. Und am Schluss steht dann jedes Jahr eine gemeinsame Ausstellung. Es ist übrigens das einzige derartige Projekt in Jerusalem und das einzige Brückenbauerprojekt in diesem Sinne in dieser Stadt. Der Verein zur Förderung des Israel-Museums tut alles dafür, dass dieses Programm immer wieder neu Realität wird. Sollte sich heute Abend hier wieder erwarten, jemand im Raum befinden, der noch nicht Mitglied ist in diesem Verein, dann ist es für Sie ganz einfach, sich zu engagieren. Schnell alle Informationen in den Flyern auf Ihren Sitzen durchlesen, online Mitglied werben, Sie können dazu unser kostenfreies WLAN nutzen oder den Überweisungsträger, den Sie auf Ihren Plätzen finden, mit einer kleinen oder möglichst hohen Summe versehen, Ihrer Bankverbindung, Ihrer Unterschrift und ihn ganz schnell Sonja Lahnstein-Kandel überreichen. Ich kann Ihnen versprechen, nicht nur Sonja Lahnstein-Kandels und meine Begeisterung wird riesengroß sein, sondern auch der Dank unzähliger junger Menschen ist Ihnen sicher. Und ich kann Ihnen auch sagen, das Programm braucht Ihre Unterstützung. Liebes Publikum, das Thema des heutigen Abends lautet Weltbürgertum oder Bürgertum im Irgendwo, wozu Heimat? Laut einer aktuellen Studie der BBC fühlen sich heute allen Gründungen eines Heimatministeriums in Deutschland zum Trotz immer mehr Menschen eher als Weltbürger und weniger als Einwohner eines bestimmten Landes. Die Idee ist keineswegs neu. Schon der griechische Philosoph Diogenes, das ist der mit der Tonne, bezeichnete sich vor 2500 Jahren als Weltbürger und provozierte so seine Mitbürger. Ist Heimatverbundenheit etwas menschlich Notwendiges oder etwas Rückständiges? Welche Werte und Einstellungen haben die Global Citizens of Today? Und was meinen wir eigentlich mit dem Weltbürgertum? Was zeichnet einen Weltbürger aus? Das alles sind Fragen, die wir heute Abend mit 4 großartigen Gästen diskutieren, die ich nun gemeinsam mit Sonja Lahnstein-Kandel sehr herzlich bei uns begrüße und Sie nun auf die Bühne bitte. Gisela Stewart, Professor Dr. Dr. Michel Friedmann, Dr. Sergej Lagodinsky und Janusz Reiter. Begrüßen Sie alle fünf mit einem großen Applaus. Ich darf Ihnen zu Beginn unser Podium kurz vorstellen und ich beginne mit Gisela Stewart, die 1974, damals noch als Gisela Gscheider, als Deutsche nach England zieht, eigentlich nur, um ihr Englisch zu verbessern.
Doch sie bleibt und studiert BWL in Manchester und Jura in London und sie beginnt 1997 eine beeindruckende politische Karriere. Sie zieht ins Unterhaus ein, gewinnt in Birmingham einen Wahlbezirk, der über 70 Jahre in konservativer Hand war und von 1997 bis 2017 bleibt sie Abgeordnete der Labour-Partei. Für unseren Abend ist besonders interessant, dass sie sich seit 2012 für den Brexit ausspricht und vor dem EU-Referendum die Vote Leave-Kampagne geleitet hat. Heute ist sie Vorsitzende der parteiübergreifenden Gruppe Change Britain, die für eine Brexit-Einigung wirbt, von der Gisela Stewart sagt, which is good for the United Kingdom and the European Union. Liebe Gisela Stewart, ich freue mich sehr darüber, dass Sie heute Abend hier sind und ich bedanke mich auch sehr dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, für unser Publikum heute Abend in deutscher Sprache zu diskutieren, auch wenn Sie uns geschrieben haben, dass Sie das schon lange nicht mehr gemacht haben. Herzlich willkommen hier am Rathausmarkt. Ich mache weiter mit Professor Dr. Dr. Michel Friedmann, der Jura studierte und nach seinem Abschluss 1987 zunächst als Rechtsanwalt arbeitet, spezialisiert auf Immobilien- und Medienwirtschaftsrecht. 1994 wird er an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Rechtswissenschaften promoviert. Wir alle wissen, dass Michel Friedmann von 2000 bis 2003 stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland war, sowie Herausgeber der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Von 2001 bis 2003 darüber hinaus Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Wer glaubt, dass Juristen viel beschäftigte Menschen sind, der gerät nicht nur beim Blick auf Michel Friedmanns Publikationen auf unserem Büchertisch, sondern auch mit Blick auf seinen Lebenslauf ins Wunder. Im Jahr 2006 nimmt er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Jurist ein Studium der Philosophie in Frankfurt auf, das er in gerade einmal 4 Jahren später abschließt, 2010, mit einer zweiten Promotion. Von 2014 bis 2015 lehrt Michel Friedmann Medienethik an der Hochschule Makromedia in Berlin. Seit 2016 ist er Professor für Immobilien- und Medienrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences und geschäftsführender Direktor des Center for Applied European Studies. Lieber Herr Friedmann, ich freue mich sehr darüber, dass Sie heute Abend bei uns sind. Dr. Sergej Lagodinsky, 1975 im sowjetischen Astrachan geboren, leitet heute das Referat EU Nordamerika der Heinrich-Böll-Stiftung und er beschäftigt sich intensiv mit den transatlantischen Beziehungen, dem Völker- und Verfassungsrecht sowie Recht und Politik der Vielfalt und Integration. Sergej Lagodinsky arbeitet zudem als Rechtsanwalt und Publizist. Er unterrichtet Verfassungsrecht und Meinungsfreiheit, aber auch Antisemitismus als Dozent am privaten Bard College in Berlin sowie an der Leuphana-Universität in Lüneburg, ganz bei uns in der Nähe. In seinem wichtigen 2014 erschienenen Buch Kontexte des Antisemitismus hat er das Verhältnis zwischen Antisemitismus und Meinungsfreiheit in Deutschland und im Völkerrecht untersucht. Er wurde im Bereich Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin promoviert, nachdem er Public Administration an der Juristischen Fakultät der Universität Göttingen und der Harvard University studiert hat. Von 2003 bis 2008 war Lagodinsky Programmdirektor und später Berater der Leitung für das Berliner Büro des American Jewish Committee. 2 renommierte Fellowships führen ihn 2008 und 2009 zur Stiftung Neue Verantwortung in Berlin und 2010 dann als Yale World Fellow nach New Haven. Lieber Herr Lagodinsky, herzlich willkommen hier in Hamburg. Als vierten Gast begrüße ich den ehemaligen Botschafter Polens in Deutschland, Janusz Reiter, sehr herzlich in Hamburg. Janusz Reiter hat in Warschau Germanistik studiert. Nach seinem Studium war er Redakteur für eine wichtige polnische Tageszeitung in Warschau. Während seiner Zeit als Botschafter in Deutschland von 1990 bis 1995 hat er die Neugestaltung der polnisch-deutschen Beziehungen ganz wesentlich mitgestaltet. 2005 wurde er dann zum Botschafter in den Vereinigten Staaten ernannt. Heute ist er Stiftungsratsvorsitzender des von ihm 1996 gegründeten Zentrums für internationale Beziehungen in Warschau. Janusz Reiters besondere Verdienste um die deutsch-polnischen, aber auch die amerikanisch-polnischen Beziehungen wurden mit vielen Auszeichnungen wie dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, dem Viadrina-Preis der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und dem Ehrentitel des College of the Atlantic in den USA gewürdigt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute Abend in Hamburg sind. Last but not least möchte ich Ihnen natürlich auch unsere Moderatorin vorstellen. Ich freue mich sehr, dass meine Mitstreiterin Sonja Lahnstein-Kandel auch diesen Abend moderiert. Sie kennt sich auch persönlich mit dem heutigen Thema in besonderer Weise aus.
Sie verlässt ihre eigene Heimat, das ehemalige Jugoslawien, das es so heute gar nicht mehr gibt im Jugendalter, um als Jüdin ausgerechnet nach Deutschland auszuwandern. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften geht sie sofort in die Welt, nach Brüssel, in die USA und in viele Entwicklungsländer, wo sie für die EU, den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank arbeitet. Zurück in Deutschland gründet sie dann unter anderem nach schlimmen ausländerfeindlichen Exzessen in den 90er Jahren die Stiftung Step 21 für Toleranz und Verantwortung. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Deutschen Freundeskreises, des Israel-Museums und des Deutschen Förderkreises der Universität Haifa sowie Mitglied des Aufsichtsrates dieser Universität. Sie ist Mitglied im Kuratorium des israelitischen Krankenhauses sowie der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Im letzten Juni wurde Sonja Lahnstein-Kandel, die auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist, die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa verliehen. Herzlich schön, dass Sie heute Abend den Abend moderieren. Auch großer Applaus für Sie, liebe Frau Lahnstein-Kandel. Damit übergebe ich nun das Mikrofon, die Moderation für den heutigen Abend an Sonja Lahnstein-Kandel. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des schlechten Wetters so zahlreich zu uns gekommen sind und freue mich sehr auf einen spannenden, einen interessanten Abend mit Ihnen allen. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Herr Hoffmann, für diese schöne Einführung. Und ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Das ist wunderbar, dass Sie da sind. Weltbürgertum oder Bürgertum im Irgendwo, wozu Heimat? Eine Frage, glaube ich, die ziemlich komplex ist, die, so wie ich mich dann darauf vorbereitet habe, meine auch uns alle hier am Podium sehr persönlich betrifft und auch emotional neben allen anderen Aspekten. Und ich bin mir sicher, auch Sie, viele von Ihnen hier, liebe Gäste, ich will das nur ganz kurz bei dieser, obwohl die Beschreibungen doch sehr, sehr detailliert waren, nochmal kurz verdeutlichen, warum das so ist. Gisela Stuart ist eine Bayerin, die sich heute als Britin fühlt. Und ich sage bewusst Britin und nicht Engländerin, weil ich das so nachgelesen habe. Und das wird sie uns sicher auch nachher nochmal erklären. Die Familie von Michel Friedmann ist ja aus Polen, aufgewachsen in Paris. Sein Lebensmittelpunkt ist Deutschland. Sergej ist, wie wir hörten, den Astrachan, es klingt wunderbar, ist am Kaspischen Meer und Wolga und alles das geboren, seinerzeit noch Sowjetunion, und er verbrachte auch seine ganze Kindheit dort, bevor er nach Deutschland kam. Und Janusz Reiter ist Pole, ich habe nachgelesen, stammend aus Kaschubien. Aus der Kaschubei. Aus der Kaschubei. Kaschubei, Kaschubien ist eine Verdeutschung. Die Kaschubei pflegt ja heute noch, glaube ich, Sprache und Tradition. Und obwohl sie ja bei der ersten Teilung Polens stark an Identität verloren hat, ich glaube, Donald Tusk ist auch Kaschube, ja, wenn ich mich nicht irre. Aber sie haben also ihr ganzes Leben sozusagen der weiten Welt gewidmet, angefangen schon mit ihrer Tätigkeit als Botschafter. Da möchte ich daran anknüpfen, bei unserer Fragestellung auch zunächst mit dem Weltbürgertum beginnen. Und ich habe mir das so schön überlegt, dass wir unser komplexes Thema vielleicht so dreiteilen, ganz abgesehen von der Eigendynamik, die sich sicher entwickelt wird. Also erstmal das Weltbürgertum, was verstehen wir eigentlich darunter? Wer ist es eigentlich? Wer will es? Welche Missverständnisse gibt es dazu? Dann Heimat, der Begriff, der besonders heute wieder von vielen Seiten vereinnahmt, verklärt und von den einen emotionalisiert, von den anderen dämonisiert wird. Und am Ende würde ich versuchen, dass wir überlegen, was tun. Wie erreichen wir es eigentlich, diese Einstellung, bei den Einstellungen die psychologische Seite der jeweils anderen zu respektieren? Die Diskussion ist ja zurzeit weitgehend schwarz-weiß, Grundsatz, mit harten Bandagen wird gearbeitet. Und ich sage jetzt ein bisschen polemisch, auf der einen Seite die vermeintlich linken Intellektuellen, die sich als Wächter der liberalen Demokratie und der kosmopolitischen Kultur verstehen, und auf der anderen solche, die die Heimat für sich reklamieren und ihr die Rettung vor globalen Gefahren, Verlustigkeit der nationalen Kontrolle sehen, bis hin zu so mancher Anfeindung und Desavouierung. Das ist mir jetzt nur auch sehr stark aufgefallen vor 3-4 Tagen im Deutschen Bundestag. Wir haben ja jetzt die AfD da im Bundestag sitzen. Da verlangte der AfD-Abgeordnete Gottfried Kurio eine Abmahnung des gerade nach einem Jahr Haft in der Türkei freigelassenen deutschen Journalisten Deniz Yücel wegen Nestbeschmutzung.
Dazu dann die wütende und engagierte Replik des Abgeordneten Cem Özdemir. Sie wollen bestimmen, wer Deutsche ist und wer nicht, schrie er sogar regelrecht. Wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutscher ist? Wir wollen das versuchen, heute in aller Ruhe und ohne Aufregung zu diskutieren, wenn es geht. Und ich komme zu meiner ersten Frage an Sie, Michel Friedmann. Ich habe mir zufällig kürzlich den Film Casablanca angeschaut und seit langer Zeit wieder. Und Sie wissen ja alle, der Film findet während des Zweiten Weltkriegs statt. Menschen aus ganz Europa, aus allen Ländern reisen nach Casablanca in der Hoffnung, dass sie dort Papiere bekommen, mit denen sie dann dem Naziterror entfliehen können. Die meisten bleiben dort tragischerweise stecken. Einer, der eigentlich auch selbst Flüchtling ist, ist Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, der das legendäre Café Américain in Casablanca betreibt, wo sich halt eben auch alles abspielt. Bei einem der Abende dort fragt ihn der SS-Offizier Strasser, welche Nationalität haben Sie? Und Rick antwortet, ich bin Trinker. I'm a drunkard. Das kommentiert wiederum der französische Polizeichef Renault mit den Worten, das macht Rick zu einem Weltbürger. Lieber Herr Friedmann, muss man Trinker sein, um ein Weltbürger zu sein? Beziehungsweise welche Attribute würden Sie sonst diesem oft missverstandenen Begriff zuordnen? Ich würde ganz gerne erstmal antworten, dass das Thema, über das wir reden, was mit Identität zu tun hat. Wir sind als Menschen insgesamt, wenn man die metaphysische Frage stellt, in eine Welt geworfen, wo Zeit und Raum uns völlig überfordert. Der Gedanke der Unendlichkeit, der Gedanke damit also auch der Endlichkeit, ist eine tiefe Kränkung, die wir Menschen in irgendeiner Form versuchen, mit einer Konstruktion in Sicherheit zu bringen. Und die Konstruktion ist eine innere. Ernst Bloch sagte, der Umbau der Welt zur Heimat ist eine Aufgabe, die Menschen zu bewältigen haben. Aber man kann es auch kleiner machen. Die Identität wird geprägt mit der Geburt, mit den ersten Eindrücken. Eigentlich muss man dann auch die Frage stellen, ist denn Heimat in unserem Verständnis dasselbe wie Zuhause? Und auch, ich versuche einfach nur die Schwierigkeit des Wortes ein bisschen mit noch schwierigeren Worten zu behaften. Und verwechseln wir oft die Begriffe. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, meine Heimat? Sind das die Gerüche? Sind das Erinnerungen? Weltbürger. Sind das Erinnerungen, die uns unsere Identität stiften? Und diese Erinnerungen, das muss man immer wissen, sind konstruiert. Alles, wovon wir reden, sind Konstruktionen. Und wenn wir sehen, wir sprachen gerade über das ehemalige Jugoslawien, nehmen Sie das ganze Europa. Wenn man über Grenzen oder Grenzenlosigkeit spricht und auf einem weißen Stück Papier die Grenzveränderung auf diesem Kontinent der letzten paar hundert Jahre nimmt, haben sie ein schwarzes Blatt Papier. Und trotzdem werden die Leute sagen, aber es war immer so. Dieser Staat, dieses Land, meine Nation war immer so. Was ich also damit ausdrücken will, ist, es gibt eine Vielfalt von Identitäten. Ich bin ein Mann, ich bin jüdischen Glaubens, ich komme aus Frankreich, meine Eltern aus Polen, ich lebe in Deutschland, ich bin mit meinen Einstellungen in einer großen Bewegung. Also ich kann Ihnen nicht sagen, dass ich monostrukturiert bin. Ich bin sehr froh, dass ich viele Identitäten habe. Und natürlich streiten sich auch in mir meine Identitäten. Und das erleben wir im Makrokosmos genauso. Aber als wir uns kurz unterhalten haben vor dieser Veranstaltung, da habe ich Sie gefragt, sind Sie ein Weltbürger? Und Sie haben gesagt, ich bin ein Kosmopolit, ein grenzenloser Mensch. Ich bin ein Bürger dieser Welt. Ich bin ein Mensch in dieser Welt. Und wir können es rhetorisch umdrehen und sagen, dann bin ich damit ein Weltbürger. Ich empfinde mich als Mensch in dieser Welt. Und natürlich gibt es auch in dieser Identität Elemente wie meine Sprache oder kulturelle Eindrücke. Und das eine widerspricht nicht dem anderen. Was wir lernen müssen, ist die Vielfalt der eigenen Identitäten zu akzeptieren und keine Angst vor uns zu haben, was alles in uns steckt. Wenn wir das lernen, haben wir vor dem Fremden
weitaus weniger Angst, weil wir vor uns weniger Angst haben. Ja, ich bin ein Bürger dieser Welt und ich bin nicht bereit, mit meiner Neugier mich einzuschränken. Mhm. Ich bin neugierig auf diese Welt. Ich bin neugierig auf so einen Abend. Ich bin neugierig auf viele Meinungen. Und als Philosoph lernt man, dass die Probleme der Menschen, wo auch immer sie leben, eigentlich die gleichen sind. Überleben, mhm, ein bisschen Glück, was auch immer das bedeutet. Und das ist grenzenlos, natürlich. Und meine Empathie ist eine Empathie nicht gegenüber Polen oder Frankreich oder Deutschland, sondern wenn ich eine Empathie habe, ist sie grenzenlos. Sie ist gegenüber dem Menschen an sich. Mhm. Egal, welche Nationalität und welchen Glauben er hat. Sehr gut, dann würde ich da jetzt vielleicht bei Frau Stewart gerade weitermachen, um vielleicht ihre Sichtweise zu bekommen. Und da würde ich halt auf dieses berühmte Zitat, das wir in unserem Flyer hatten, von Theresa May, das sie ja beim Tory-Parteitag im Sommer 2016, ging es um, glaube ich, das war schon nach der Brexit-Entscheidung. Und sie sagte, jetzt auf Englisch, if you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere. You don't understand what the very word citizenship means. Frau Stewart, können Sie uns erklären, ich weiß, es ist eine andere Partei, aber Sie haben, und Frau May war gegen den Brexit, Sie haben ja für Brexit gekämpft, aber können Sie uns erklären, vielleicht, warum Frau May diese Aussage machte und warum sie das im Zusammenhang sozusagen mit Mut machen für Brexit machte? Für mich ist es immer schwierig in diesem Zusammenhang, wenn ich auf Deutsch spreche und dann, wenn ich sage wir, wen meine ich denn hier, wenn ich hier wir sage? Und für den Augenblick will ich mal zu erklären versuchen, was die Deutschen und die Briten zu diesem Thema unwahrscheinlich unterscheidet. Als Angela Merkel im britischen Unterhaus eine Rede gab, gab sie das unter einem großen Bild von George I, der Hannoveraner, das letzte Mal, als die Briten eine kontinentale Macht waren. Und das war Anfang 1707 und dann 1709 und dann 1714, als das Königshaus der Engländer und der Schotten zusammenkommt. Und dieses ganze übernationale Begriff, britisch zu sein, sich entwickelt hatte. Also für die Briten gab es also zwei Sachen, die es für die Deutschen ganz lange nicht gab. Erstens eine Identität, die übernational ist. Und deshalb kann ich sagen, ich bin Brite, ich bin aber kein Engländer. Ich bin aus Niederbayern. Ich kann mit dem Papst, mit dem letzten Papst auf Deutsch, auf Bayerisch reden und der fängt zu lachen an und dann versteht uns überhaupt keiner mehr. Und das Zweite ist, dass es für die Briten nie ein Problem war, wo ihre Grenzen sind. Wie immer groß auch die Insel, ist es ganz einfach zu wissen, wo das Land aufhört und wo es anfängt. Für die Deutschen, und das muss ich oft den Briten erklären, die zwei Sachen ist, erstens mal, dass ja das Konzept, deutsch zu sein, mit den Grenzen eines Staates, das deutsch heißt, ganz erst seit 1990 ist. Also für die Briten ist das unwahrscheinlich schwer zu verstehen. Und das Zweite, was die Briten nicht verstehen, ist die Flüchtlingserfahrung der Deutschen. Und ich glaube auch, dass das vielleicht die Deutschen selber vergessen haben, dass man in 1945 Westdeutschland 45 Millionen, über 15 Millionen ethnische Deutsche aufnahm. Und ich glaube, in den letzten Jahren, dass das ganz viele Erinnerungen wieder hochbrachte. Meine Mutter kam aus Aussig. Mein Vater kam aus einer bayerischen Familie. Ich brauche ganz nur in die Kirche zu gehen und dann kann ich den Familienstamm die letzten 400 Jahre ganz einfach aus dem Buch nachlesen. Ich habe beides gesehen. Und ich weiß, nach der Wiedervereinigung, das Einzige, auf was meine Mutter unwahrscheinlich stolz war, sie sagte, ich habe den ersten Trabi nach Stockholm gebracht. Für diese ganze Generation, die selber Flüchtlinge waren, war die Wiedervereinigung, hat das unwahrscheinliche Erinnerungen wieder zurückgebracht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was Theresa May ansprach. Denn die Debatte in Großbritannien ist People of Somewhere and Nowhere. Ja, da wollte ich nachher. Das war kommen, ja. David Goodhart, das Buch. Ja. Und diese großen Spannungen in der Bevölkerung. The Somewheres, diese Weltbürger. Und die Weltbürger, ich glaube, das 20. Jahrhundert war, als man Reisepässe einführte und all die Sachen im ersten Mal. Im 19. Jahrhundert gab es dieselben Weltbürger, die es jetzt wieder gibt. Das ist nichts Neues. Aber der Unterschied ist, wenn ich zum Beispiel nach Birmingham, ich war eine Abgeordnete in Birmingham, Millionenstadt,
Ich glaube, wir sind gerade so weit, dass mehr von den Kindern, die in der Stadt geboren werden, nicht ethnisch weiß sind, sondern indischen Subkontinent Muslims sind. Und die einzige jüdische Schule, die wir in Birmingham haben, 60% der Kinder sind Muslims. Weil die muslimischen Eltern, die sagen, Koscher ist halal. Und für uns ist es viel lieber, wenn die Kinder in eine jüdische Schule gehen, als diesen Unchristlichen, die an überhaupt nichts glauben. Und das ist Integration. Aber das Problem, ich habe zum Beispiel ganz viele pakistanische Kinder, die vielleicht schon 5, 6 Mal in Islamabad waren, aber noch nie im Stadtzentrum. Und darauf hat sie angesprochen, dass wir auch in diesen kosmopolitischen Lebensweisen ganz kleine Gruppen haben, die aber nebeneinander leben. Und man soll miteinander leben und miteinander Verantwortung tragen und sich miteinander für den anderen verantwortlich fühlen. Ich will ganz kurz nur, weil Sie das Zitat von May gemacht haben, das muss man dann schon nochmal übersetzen. Sie spricht einerseits vom Weltbürgertum, das es nicht gibt, und dann vom Citizen. Mhm. Der Staatsbürger ist natürlich eine Begrifflichkeit, die mit einer gemeinsamen Erklärung auch individuell zu tun hat. Ich bekenne mich zu einem Staat. Als Citizen habe ich meine Rechte und meine Pflichten. Das ist nicht kontradiktisch zur Frage, ob die Identität weit über diesen Staat oder diese Region hinausgeht. Und deswegen bringt sie zwei Dinge zusammen, als wäre es ein Argument, aber es sind zwei unterschiedliche Gedanken. Man kann das auch sehr, sehr leicht missverstehen. Das wäre dann meine nächste Frage an Herrn Reiter, die ich gleich stellen werde. Aber ich wollte Sie noch mal fragen, Frau Stewart, weil Sie von Briten sprechen und von dieser Erfahrung, die sozusagen die Briten dann schon hatten, indem sie sich zusammengetan haben, ganz abgesehen davon, dass es ja jetzt wieder ganz deutliche schottische Alleingänge und gibt. Haben Sie noch mal, glaube ich, gesagt in diesem Zusammenhang, als Sie gefragt wurden, dass Sie sich auf jeden Fall nicht als Europäerin verstehen? Sie wurden gefragt, verstehen Sie sich als Europäerin? Sie haben ja gerade beschrieben Ihre Erfahrungen aus der Jugendzeit. Da haben Sie gesagt, nein. Sind Sie dann vielleicht doch eine Weltbürgerin? Ich finde, das ist ein Thema für den ganzen Abend. Die Definition von Europa. Ich habe noch ein Erdkundebuch, Bayerischer Schulbuchverlag, 1965, da steht drauf, dass Großbritannien ganz offensichtlich europäisch ist, weil es nämlich ein Teil des kontinentalen Schelfs ist. Für mich war Europa von Irland bis zum Ural. Und dann gibt es ein Europa des Euros und dann gibt es ein Europa des Schengens und dann gibt es so viele Europa. Natürlich bin ich Europäer. Aber Sie sprechen, die Europäische Union, und das ist ein anderes Thema. Sie wurden gefragt, sind Sie Europäerin? Da haben Sie gesagt, nein. Natürlich bin ich Europäer. Es wäre ja sinnlos, nicht zu sagen, ich bin Europäer. Gut. Daran anknüpfe, Herr Reiter. Sie sind ja gleich 89 nach dem Fall der Mauer der erste Botschafter Polens hier bei uns in Deutschland, im Vereinigten Deutschland gewesen. Und haben sich halt, wie wir schon sagten, immer mit globalen Problemen beschäftigt. Und es ist ja so, um das noch ein bisschen von diesem Metaphysischen auf das Praktische vielleicht zu bringen, ökologisch, demografisch, aber auch in puncto Sicherheit zwingt uns ja die Globalisierung immer mehr dazu, über das Regionale und das Nationale, auch Europäische, zu denken. Und danach richtet sich auch zunehmend eine globale Wirtschafts- und Fachelite, die, wenn man das mal provokativ formulieren würde, sagt, also heute hier, morgen da, Hauptsache die Lebensumstände und das Geld stimmen. Würden Sie das auch so als Weltbürgertum sehen, oder ist das sind das heimatlose Gesellen? Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem über Jahrzehnte, eigentlich über Jahrhunderte, die Identität geprägt wurde von dem Überleben gegen, also Abwehrkampf gegen andere. Das führte dazu, dass sein Patriotismus zu einer Art Martyrium erklärt worden ist. Ich kann mich erinnern an eine Reportage im polnischen Fernsehen, so Ende der 80er Jahre. Da ging es um die Auswanderung von jungen Menschen aus Polen, insbesondere aus Schlesien, nach Deutschland. Und das war dann damals eine große Auswanderung. Und ein katholischer Priester wurde gefragt, was er empfand, als er das sah. Und er sagte,
er leide darunter. Und warum? Ja, denn es blieben weniger Menschen, die das gemeinsame Kreuz tragen könnten. Das war sozusagen das Verständnis des Patriotismus aus dem 19. Jahrhundert, aus der Tradition der Aufstände. Das hat auch meine Generation mitgeprägt. Aus meiner Generation, die Hälfte meiner Klassenkameraden sind nach Deutschland ausgewandert. Aber trotzdem hat damals keiner ein alternatives, aus wirtschaftlichen Gründen, ja, aus politischen, aber vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Und vor allem, weil sie keine Lust mehr hatten, ein Kreuz zu tragen, sondern sie wollten leben, so wie andere lebten. Und für mich war es ein Prozess der geistigen Emanzipation, sich von diesem Verständnis des Patriotismus zu lösen. Es ist mir gelungen. Und es ist mir gelungen, merkte ich nach meinem Aufenthalt bei der Zeit in Hamburg, wo ich als junger Mann auf Einladung von Marion Dönhoff über 3 Monate verbrachte. Und ich kam dann Ende 79 zurück nach Polen. Und nach so 2 Monaten meldete sich bei mir ein Mann, der sich vorstellte als Offizier des polnischen Auslandsaufklärungsdienstes. Ich war furchtbar aufgeregt und um das kurz zu machen, wir haben uns 3-mal getroffen. Er hat gleich im ersten Gespräch hatte irgendwie verstanden, dass ich vielleicht bereit sein würde, mitzumachen. Und er sagte zu mir, schreiben Sie uns bitte eine Liste von Ihren Bekannten und Freunden in Deutschland. Und in dem Augenblick sagte ich sofort, nein. Er guckte mich an und konnte nicht verstehen. Er sagte, wir können bei unseren inneren Angelegenheiten verschiedene Meinungen sein, aber da, wo es um Deutschland geht, da müssen wir zusammenhalten. Dieses Konzept der Loyalität sprach mich damals nicht an. Ich hatte vor den Augen die Gesichter meiner Freunde in Deutschland und wusste, dass es nicht ging, dass ich Wie alt waren die, Sie? Die Namen, bitte. Wie alt waren Sie? Ich war 28 oder so. Das hatte dann Folgen, aber gut, das war der erste Augenblick, wo ich merkte, nein, für mich sind diese deutschen Freunde wichtiger als dieser Mann, der den polnischen Geheimdienst vertrat. Bin ich dadurch zum Weltbürger geworden? Nein, das ist keine so einfache lineare Entwicklung, dass man sozusagen so einen engstirnigen Patriotismusbegriff überwindet, dann wird man vielleicht Europäer und als Krönung wird man Weltbürger. Nein, so funktioniert das nicht. Ich bin ein Europäer, aber ich glaube daran, dass man nur ein guter Europäer sein kann, wenn man auch in seinem eigenen Land auch sich verantwortlich fühlt für das Land. Man kann diese Etappe sozusagen nicht überspringen. Man kann auch nicht aus gescheiterten Polen, Deutschen, Belgiern, Griechen erfolgreiche Europäer machen. Interessanterweise ist die Identifikation mit Europa am stärksten ausgeprägt in den Ländern, in denen es Vertrauen gibt in den eigenen Nationalstaat. Es ging anders in der Vergangenheit. In Italien gab es über lange Zeit ein höheres Vertrauen in die europäischen Institutionen als in die nationalen. Ja. Aber jetzt sehen wir die Konsequenzen. In Bulgarien war das ähnlich. Das ist kein tragfähiges Konzept. Das heißt, ich glaube nicht, dass man eben diese Etappe überspringen kann. Weltbürgertum bedeutet für mich, ich bin offen. Okay. Ich fühle mich offen, ich fühle mich nicht fremd in anderen Regionen. Weltbürgertum ist für mich eben ein Ausdruck der Offenheit. Ich bin in diesem Sinne vielleicht kosmopolitisch. Fritz Stern schrieb über mich ein paar Seiten in seinen Erinnerungen und nannte mich einen
kosmopolitischen polnischen Intellektuellen. Mhm. Das wurde ins Polnische übersetzt. Ich dachte mir, na, wenn das meine Gegner finden, der amerikanische Begriff Cosmopolitan ist nicht dasselbe wie das in Europa empfunden wird. Aber es gibt diesen philosophischen Begriff der kosmopolitischen Kultur. Und ich wollte jetzt bei Sergej Lagodinsky nochmal sozusagen die Runde machen. Wir haben ja jetzt gehört, also das Weltbürgertum kann man ja metaphysisch sehen. Man kann es also mit jemandem mit mehreren Identitäten, die wir ja alle in uns haben, als soziokulturelle Kondition sehen. Als Vertrauen sozusagen in einen eigenen Staat, der es einem einfach macht, weltoffen zu sein. Natürlich möchte ich auch wissen, wie Sie das, wo Sie sich selber persönlich verorten, aber ich will auch versuchen, das mit einer Frage zu verbinden. Es gibt ja auch, Weltbürgertum wird ja auch als eine Weltanschauung eben, auch als ein politisches Projekt verstanden. Und Sie sagst es ja, Janusz, wie das in Italien war, zunächst mal mit dem Vertrauen mehr für die europäischen Institutionen. Also es gibt durchaus ein politisches Projekt, dass man sagt, das wird verkörpert in transnationalen Institutionen wie die UNO, also nicht nur die, sogar die UNO oder sogar auch als ein Konzept zur Weiterführung des Multikulturalismus im Rahmen der Nationalstaaten und Grenzabschaffung. Ist das denkbar für Sie, so ein politisches Projekt, also auch in der Stiftung, in Ihrem Think Tank, das sozusagen als Zusatzfrage zu dem, wo Sie sich jetzt verorten würden? Ich glaube, selbstverständlich wäre es denkbar, wenn Sie mich als Stiftungsvertreter fragen. Davon lebt ja auch unsere internationale Arbeit. Aber ich glaube, das ist eine zu einfache Antwort auf diese doch komplizierte Frage. Zunächst wollte ich ein Kompliment machen. Ich finde, dass diese Diskussion eine sehr deutsche Diskussion ist, weil wir diskutieren über Begriffe. Ja, also wir arbeiten uns an zwei Begrifflichkeiten ab und glauben, wenn wir endlich mal verstanden haben, was das eigentlich ist, der Kern ist, dann haben wir die Probleme gelöst. Aber ich habe mich, glaube ich, in diesen 25 Jahren gut ins Deutschtum integriert. Wie würden Sie es denn angehen? Mache ich es mit? Nee, ich mache es mit, weil ich mich ja als Deutscher sehe. Und da sollten wir schon auf diesen Begriff Weltbürgertum genauer schauen. Mhm. Was transportiert, was signalisiert dieser Begriff für Menschen, die vielleicht nicht in diesem Raum sitzen? Inwiefern reden wir über etwas, wo wir Offenheit propagieren, aber nach außen ist es kein inklusiver Begriff, sondern ein ausgrenzender Begriff. Wie viele Leute fühlen davon ausgegrenzt, abgeschreckt, weil wir die Eliten sind, ja, die sozusagen, genau wie Sie es gesagt haben, durch die Welt reisen. Und ich fange jetzt nicht mal an, damit mit dem Wort Bürgertum überhaupt zu spielen, sozusagen als Bourgeoisie, wo man die ganzen Klassen und Schichten vielleicht auch ausgrenzt bzw. auslagert. Und Genderfragen lasse ich sowieso außen vor. Also Bürgerinnentum wäre ja auch was Interessantes. Aber ich glaube, da müssen wir es ganz konkret und ganz genau definieren, was wir damit meinen. Für mich ist Weltbürgertum überhaupt kein Gegensatz zur Heimat. Also ich glaube, da müssen wir uns auch hüten, falsche Gegensätze zu konstruieren, sondern Weltbürgertum ist für mich eine Haltung. Mhm. Das ist eine Haltung, die mit Werten auch verbunden ist. Was verbindet mich oder, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Weltbürger bin, aber einen Weltbürger in Deutschland mit einem Weltbürger in Chile, ja, oder in Russland vielleicht, doch nicht die Tatsache, dass sie durch die Welt jetten, sondern die Tatsache, dass sie die Welt vielleicht ähnlich sehen und dass sie von ähnlichen Werten geleitet sind. Es gibt ja viele sogenannte Weltbürger, wenn man jetzt, also wenn wir schon im Kinobereich bleiben, Serien, das ist ja jetzt sozusagen unser Alltag, ja, McMafia von BBC, eine wunderbare Serie über die neuen sozusagen russisch-jüdische Mafia-Strukturen, das sind alle Weltbürger, wenn man es formell betrachtet, die leben alle in unterschiedlichen Welten, wunderbar, sprechen alle Sprachen, aber das sind natürlich nicht die Weltbürger, über die wir reden. Also für mich wäre es wichtig, dass wir das als Haltung begreifen, im Gegensatz zur Heimat, wo es doch mehr um Emotionen und mehr um eine Ortbindung geht, dass wir das nicht
diesen offenen Begriff selbst ausgrenzend verstehen und dass wir eben auch diese Arroganz des Weltbürgertums auch manchmal hinterfragen. Mhm. Denn auch Menschen, die nicht unterschiedliche Welten erleben können, aus wirtschaftlichen Gründen, aus verschiedenen Gründen, die vielleicht mal in Ostdeutschland aufgewachsen sind oder in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg, auch die müssen wir ansprechen und ihnen erklären, warum diese Welt auch ohne Weltbürger es wert ist, gemeinsam erhalten zu werden. Darauf wollte ich auch unbedingt noch kommen, nachdem wir ja diese Begriffsklärung sozusagen einmal hinter uns gebracht haben. Ich habe das ja auch gelernt und ich finde es eigentlich nützlich. Es ist vielleicht manchmal etwas platt, aber ich finde es doch sehr nützlich, weil es hilft, die Dinge ein bisschen einzuordnen. Aber jetzt gehe ich ein Stück weiter und jetzt hier ist ja auch das schon weitergeführt worden mit dem Terminus Weltoffenheit. Was ja auch nicht arrogant und ausschließend sein soll. Und da wollte ich Gisela Stuart doch nochmal fragen. Sie haben sich ja nach dem gewonnenen Referendum, für das Sie ja letztendlich gekämpft haben, vor den Kameras geäußert, auf Deutsch, habe ich gelesen. Und da haben Sie auf Deutsch gesagt, wir werden weiter ein offenes, freundliches Land sein. Und als man Sie gefragt hat, warum Sie das auf Deutsch sagen, was, glaube ich, in Großbritannien noch nicht die populärste aller Sprachen vielleicht ist, da haben Sie gesagt, Ihnen ist das wichtig gewesen, um die Weltoffenheit Großbritanniens zu unterstreichen. Ich höre ja inzwischen einiges über ausländerfeindliche Übergriffe und lese so manches Xenophobische in Medien. Wie weit ist es jetzt de facto mit der Weltoffenheit Großbritanniens? Was würden Sie sagen? Ich muss jetzt erstmal erklären, warum ich für den Austritt die Kampagne geführt habe, Change Britain. Wenn David Cameron nicht die Volksbefragung gehalten hätte, hätte ich gesagt, mit dem Euro, die Entwicklung von Europa in Großbritannien, das wird sich immer weiter auseinandertreten, aber ich hätte das ganz einfach laufen lassen. Man hat mich aber gefragt und dann muss man eine Entscheidung machen. Sie hätten Nein sagen können. Ich hätte Nein sagen können und dann, aber ich war nicht der Meinung, dass, wenn David Cameron zurückgekommen wäre und hätte gesagt, wir haben eine Europäische Union, wo man auf die Zukunft hin anerkennt, dass einige Länder eine Einheitswährung haben und andere nicht den Euro haben und dass eine verschiedene politische Entwicklung wäre, dann hätte ich gesagt, probieren wir das mal. Also ich bin nicht UKIP oder was weiß ich, es war ganz einfach, für die Volksbefragung war das die Entscheidung. Und dann, man liest im Augenblick so einiges, dass seit der Volksbefragung ist es wirklich so, polnischer Arbeiter fällt von der Leiter, result of Brexit. Und sagt, nein, das ist ganz einfach jemand von der Leiter gefallen. Und das war, also lesen, glauben Sie bitte nicht alles, was Sie da lesen. Ich möchte Ihnen bloß mal eine Frage stellen. Mein Wahlbezirk, in Großbritannien gibt es eine Direktwahl. Ich bin direkt gewählt worden in 1997. Und wissen Sie, wer der Abgeordnete für Birmingham Edgbaston in 1939 war? Ein Mann, der hieß Neville Chamberlain. Neville Chamberlains alter Wahlbezirk, 40 Jahre danach, wählt eine Deutsche als die direkt gewählte Vertreterin. Wäre das in Deutschland in 1997 möglich gewesen? Ich glaube das nicht. Als die britische Regierung für die 10-jährige Wiedervereinigung in Dresden war, schickte man mich als der Vertreter der britischen Regierung. Und wenn die Königin stirbt, dann wird ein Accession Council zusammengerufen, wo etwa 700 Leute zum Palast gehen und den neuen Monarchen ausrufen. Und das sind alles die Privy Councillors. Und ich werde einer von denen sein. Das ist die vor 40 Jahren mit einem Koffer, ohne Verbindungen, ohne irgendwelche Verhältnisse gekommen ist. Und das ist eine Weltoffenheit der Aber ist das heute noch so? Das ist nicht, sehen Sie vielleicht das ist nicht nur heute so, das ist heute noch mehr so, noch als mehr es so. Zuvor war. Schauen Sie sich mal das britische Unterhaus jetzt an. Erheblich mehr Frauen, erheblich mehr Leute von verschiedenen Gründen, das sind nicht mehr alle weiß. Das ist was an der Debatte, mit der Welt zu reden und auch mit der Weltbürgerdebatte.
da ist eine Arroganz damit verbunden. Denn der Rest der Welt war schon, ist erheblich mehr Weltbürger. Ich, wenn mir meine indischen Kollegen anschaue, oder wenn ich nach China gehe, wenn ich nach Indonesien gehe, man glaubt, dass das so was Europäisches ist, dass wir jetzt mal Weltbürger bin. Wir sind alle Weltbürger. Ich habe dazu vielleicht noch die Frage, wollte ich auch verbinden, und dann nochmal mit Michel Friedmann. Gerade darauf genau eingehend, Herr Hoffmann hat ja diese BBC-Studie zitiert, nach der zufolge sich immer mehr Menschen weltweit nicht mehr als Einwohner ihres Heimatlandes, sondern eher als Weltbürger verstehen. Ich verwende jetzt diesen Begriff einfach nur stur weiter. Das erstmals seit Beginn der Erhebungen überhaupt, mehr als die Hälfte. Und wenn man aber genau, ich habe mir diese Studie mal genau angeguckt und da war ich total erstaunt, denn was ich dort gesehen habe, ist eigentlich fast das Gegenteil, ein deutlicher Bruch zwischen Schwellenländern und Industrieländern. Und Sie haben es ja gerade gesagt, in Indien und in China verstehen sich über 70% der Menschen so, aber auch in Nigeria und in Peru. Aber bei uns, Michel, im Westen nimmt diese kosmopolitische Einstellung immer ab. Je wohlhabender ein westliches Land ist, desto mehr sieht man sie heute im Nationalstaat verwurzelt, sagt diese Studie. In Deutschland immerhin als Exportmeister, auch Profiteur der Globalisierung, sank die Einstellung der Weltbürger drastisch in den letzten 10 Jahren auf ganze 30%. Wie erklären Sie sich diese doch sehr signifikante Verschiebung? Dieser Kontinent Europa ist der Kontinent, in dem der Begriff Nation historisch zu blühen gekommen ist. Die Idee der Nation hat es im 17., 18. Jahrhundert und all das noch gar nicht gegeben. Und wenn man noch weiter zurückgeht, weiß man, der wandernde Mensch hatte überhaupt keine Identität mit einer Gruppe. Die Sesshaftigkeit, und man muss darüber noch einmal nachdenken, die Sesshaftigkeit führt dazu, dass man innerhalb einer Gruppe territorial sich anfängt niederzulassen. Und mit dieser territorialen Situation kommen wiederum andere, die immer noch wandern. Und sie schauen sich an, wo sind sie gerade? Und dort, wo es schöner ist, wollen sie auch dabei sein. Aber die, die sich schön gemacht haben, wollen die nicht dabei haben. Und aus dieser Entwicklung, und man muss es vielleicht so erzählen, aus dieser Entwicklung gibt es dann, was man sagt, Wehrhaftigkeit. Also was Sie geschrieben haben mit diesem Kreuz. Man wehrt sich. Aber gegen wen wehrt man sich und warum wehrt man sich? Weil man nicht teilen will. Und weil man sagt, das, was wir aufgebaut haben, das nimmt uns keiner weg, denn das haben wir doch aufgebaut, und übersieht, dass man Kolonialmacht war, dass man reich ist, weil viele Menschen in der Welt durch uns mit ausgebeutet wird. Das alles wird sehr schnell übersehen. Und die Idee der Nation bekommt im 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt in Europa. Was daraus geworden ist, wissen wir: 2 Weltkriege, den Holocaust und. Wenn wir also im 21. Jahrhundert darüber diskutieren, sind wir nicht mehr naiv. Wir sind nicht mehr naiv, wenn wir den Begriff der Nation nehmen. Und die Konnotation dieses Begriffs ist übrigens nach 1945 zu einem großen Problem geworden. Die Renaissance, diese Sehnsucht auf Nation, ist, wie es immer, wenn es um eine Wir-Bildung geht, die abgegrenzt ist zu den anderen, eine destruktive. Eine Wir-Bildung, die aber permeabel ist, die offen ist, die anderes zulässt, ist nicht destruktiv. Was ich damit nur sagen will, ist noch einmal, wenn wir in der Welt heute sind, mit unserem Wissen und unserem Verständnis, dann wissen wir, dass Kooperation die einzige Möglichkeit ist. Und eine Nationalidee, die zumacht und damit Kooperation ausgrenzt, ist nicht zukunftsfähig. Das heißt, wenn wir über Nation, wenn wir über Heimat und all diese Begriffe reden, müssen wir auch ernsthaft erst einmal erklären, wenn wir darüber reden. Staat da rein. Was ich hier nicht verstehe, ist the Nation und the State. Das kann ich Ihnen sagen. Ein Staat, ich bin deutscher Staatsbürger. Ja. Vielleicht muss ich das einen Augenblick persönlich erzählen. Ich bin auf einem Friedhof aufgewachsen, das verdanke ich Deutschland. Und zwar Millionen Deutsche, die den Anfang nicht abgewehrt haben. Die nicht die Anfänge abgewehrt haben und dann ganz überrascht waren, dass es einen Endpunkt der Gewalt gibt. Ich bin heimatlos. Meine Eltern, Polen, sind mit einem staatenlosen Pass aus Polen geflohen, weil nach dem Krieg Pogrome gegen Juden stattfanden. Und ich bin mit einem staatenlosen Pass aufgewachsen. Und dann kamen wir nach Deutschland. Und ich habe mich mit 18 Jahren entschieden, deutscher Staatsbürger zu werden, also ein Citizen. Weil ich wollte in dieser Gemeinschaft
mich einbringen, mitprägen. Und ich wusste, dafür muss ich wählen können oder gewählt werden. Aber glauben Sie doch nicht, dass wenn die AfD in Deutschland eine Regierungsbeteiligung hat, dass ich noch Citizen of Deutschland bin. Ich warte doch da nicht, bis ich wieder exkludiert werde. Was ich allerdings tue, ist zu wiederholen die Frage, wehret den Anfängen. Und wie viele Leute diesen Anfängen wehren, damit wir uns auch da richtig verstehen. Sie glauben doch nicht, dass die AfD mir Angst macht. Ich bin aufgewachsen mit den Originalnazis. Aber was mich interessiert, ist die Reaktion der Mehrheitsgesellschaft, ob sie die AfD für sich selbst als Bedrohung empfinden. Und ich will gar nicht über solche Bilder wie Rassismus und Ähnliches reden. Sie ist nach meinem Verständnis, was die Führung angeht, antidemokratisch. Und wenn sie antidemokratisch ist, dann spielt es doch keine Rolle, dass ich mich engagiere, weil ich Jude bin und sie vielleicht Katholik, sondern weil ich als Citizen, als Bürger dieser Welt ein Maximum an Demokratie und damit an Verwirklichung des Satzes von George Tabori bin. Jeder ist jemand. Ja. Das ist mein Citizenship. Ja. Aber das ist ja, wir haben ja hier, kurz zu erläutern, wir haben ja vor zwei Veranstaltungen zurück sehr intensiv über die Rolle der Nationalstaaten und welche Rolle das spielt, auch in Europa sehr intensiv diskutiert. Die Frage war für mich aber zum einen, warum das jetzt so drastisch sozusagen diese Weltoffenheit in Deutschland auch zurückgegangen ist, obwohl es für aber die stimmt, Deutschen, dass alle Untersuchungen in Europa und in Deutschland wissenschaftlich sind. Ja, von der EU haben immer gesagt, dass rund 20% aller Bevölkerung, das ist kein deutsches Phänomen, rassistische und damit also ausgrenzende, menschenfeindliche Bilder in sich trägt. Wir sind in einer Zeit, in der wir ja zulassen, dass sogar Regierungsvertreter in dieser Europäischen Union grenzwertig sind. Sie sehen, ich bin diplomatisch. Grenzwertig sind, was solche demokratische Standards angeht. Und es ist unsere Auseinandersetzung, es ist unsere jetzt, wie vielleicht in den 30er Jahren hier oder anderswo auch. Es ist unsere Herausforderung, zu diskutieren und uns zu positionieren. Wollen wir eine Gesellschaft sein, apropos Citizen, und das ist eine Gesellschaft, die bei all den Problemen, bei den Ängsten, die es gibt, bei den Erschütterungen, die es gibt, die bereit ist zu setzen auf Menschenrecht, auf Demokratie, auf Vertrauen zum Menschen oder, was diese Gruppierungen auch in anderen Ländern und mittlerweile hier machen, eine Politik im Misstrauen gegen Menschen. Es mag paradox klingen, ich plädiere immer noch für das Vertrauen zu Menschen. Ja, unbedingt, dass wir im letzten Teil unserer Diskussion uns gerade diesem Thema widmen. Wie können wir das schaffen? Wie können wir das schaffen? Aber ich weiß nicht, wollten Sie was dazu sagen? Ich wollte nur ergänzen. Ich glaube, es ist nicht, das ist natürlich alles d'accord, aber ich glaube, wir haben uns einfach zu bequem gemacht in unseren Ländern. Das hat nicht nur damit zu tun, wie wir mit der Fremdheit umgehen, sondern auch damit, wie wir mit unserem Umgebung umgehen. Deswegen brauchen wir auch den Rest der Welt nicht. Uns geht es gut. Ich als jemand in der Sowjetunion aufgewachsen bin, da war es sehr leicht, nach Weltbürgertum sich zu sehnen, weil man hatte nicht viel zu verlieren. Ja, es hat keinen was gehalten. Ja, in Indien oder in China. Und dann sieht man dieses Ausbrechen, dieses Weltliche, Weltweite als eine Chance. Das, was wir in Deutschland leider sehr oft nicht sehen. Und da muss ich sagen, das sieht man ja an vielen verschiedenen Diskussionen. Da bin ich vielleicht jetzt nicht besonders politisch korrekt gegenüber meiner eigenen politischen Heimat. Aber die Diskussion zum Beispiel zu Handelsabkommen, wo es sehr viel darum ging, inwiefern wir unsere Standards halten können gegenüber Kanada oder USA, wo wir in anderen Situationen, wenn es um Lateinamerika geht, ein Handelsabkommen mit Lateinamerika, da spielt das keine Rolle. Aber die Hundertschaften von Leuten, die auf den Straßen gegangen sind, waren da, weil wir wollten unsere Arbeitsstandards und ökologische Standards halten, anstatt andersrum zu denken. So ist es. Mit wem sollen wir uns verbinden, um die Standards, die wir als richtig weltweit
global sehen, gegenüber Ländern zum Beispiel wie China durchzuboxen und welche richtige Gestaltung wäre dann für so einen Vertrag? Genau. Da muss man also da würde ich auch sagen, dass das sehe ich persönlich, wenn ich das sagen darf, ähnlich wie Sie. Deswegen hatte ich vorher mal nach diesem größeren politischen Konzept gefragt und auch diese drastische Veränderung der Zahlen dieser Studie geht auch ein Stück darauf hin, dass man sich eben von Indien und von China und auch von den anderen ja letztendlich irgendwie bedroht fühlt und das vielleicht erhalten will. Ich weiß nicht, Herr Reiter, wollten Sie dazu noch was sagen? Ich wollte ja, Sie sonst auf das Thema Heimat noch mal dieses Paradox, dass es in einigen Schwellenländern viel mehr Offenheit gibt. Dieser ist, glaube ich, zu erklären. Es ist nämlich so zu erklären, das sind Länder, in denen es die stark verbreitete Erwartung oder Hoffnung gibt, dass es den Menschen besser gehen wird. Ja. Sie verbinden positive Erwartungen mit der Zukunft. Das ist in Europa heute nicht der Fall. Das erinnert mich ein bisschen an einen Besuch in einer amerikanischen Universitätsstadt, Roanoke heißt die. Da gibt es eine ganz gute private Universität, eine ziemlich kleine Stadt. Ein Freund von mir war dort Professor. Die Stadt, wohlhabend, kein Mensch hat die Tür zugemacht, absolutes Sicherheitsgefühl. Wir fuhren raus aus der Stadt und außerhalb der Stadt Armut. Ich habe den Freund von mir, einen Soziologen, gefragt, sag mal, wie funktioniert, wie kann das sein, dass die Menschen, die leben ja nur ein paar Kilometer weiter und hier ist solche Sicherheit. Da sagte er, ja, aber hier herrscht Stabilität. Solange Stabilität herrscht, Kriminalität ist nicht das Ergebnis von Armut, sondern von Veränderung. Wenn Chaos ausbricht, dann gibt es Kriminalität. Mhm. Das ist in Amerika heute anders übrigens. Also dieses sich abfinden mit der Situation, das ist zu Ende gegangen. Deshalb eben kam auch diese gewaltige Veränderung in Amerika. Europa, was Europa anbetrifft, so muss man, glaube ich, sich immer daran erinnern, wie Europa konzipiert worden ist. Europas Aufgabe war, die innereuropäischen Konflikte zu beenden, zu lösen. Den Frieden zu schaffen für Europa, innerhalb von Europa. Das ist gelungen. Dafür wurde Europa sozusagen von Amerika geschützt vor der Außenwelt. Den Schutz vor der Außenwelt übernahm Amerika. Amerika hat auch die Weltpolitik, das war eine amerikanische Sache, keine europäische Sache. Amerika denkt heute nicht mehr daran, diese Funktion zu erfüllen. Warum? Den Europäern geht es so gut. Ja, dann sollen die das selber machen. Und die Europäer waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und plötzlich ist diese Welt da. Sie ist da in der Form von Flüchtlingen, aber auch in der Form von dem enormen Druck, der von China, von anderen Richtungen kommt und vor dem die Menschen Angst haben. Und sie sind enttäuscht, dass die Europäische Union sie nicht vor dieser vermeintlich bösen Welt schützen kann. Ja. Das war ja auch der Mythos. Na gut, der Nationalstaat schafft das nicht, aber dafür haben wir die EU, die wird uns schon schützen vor dieser bösen Welt. Das schafft sie nicht, indem sie einfach da ist und wartet. Das schafft sie nur, wenn sie in Interaktion eintritt mit dieser Welt. Aber das erfordert ein Umdenken in Europa. Das fällt vielen in Europa verständlicherweise schwer. Den Deutschen bei aller Kritik noch am wenigsten, anderen noch schwerer. Letzter Satz. Ich habe heute in der New York Times gelesen, eine Kolumne von David Brooks, den ich immer gerne lese. Der hat geschrieben über seinen Besuch an einigen amerikanischen Universitäten und von dem Pessimismus, der dort herrscht unter jungen Studierenden. Er hat sich getroffen mit einer Gruppe von 30 Studierenden aus verschiedenen Ländern. Und er hat die gefragt, ob sie Vertrauen hätten in die Kompetenz ihrer Regierung. Der Einzige, der sagte ja, war ein Deutscher. Alle anderen haben gesagt nein. Ich verstehe, dass sie das dabei lächeln oder gar lachen können, aber
Glauben Sie mir, in dem Deutschland wird geradezu beneidet von vielen um die Effizienz und um die Vertrauenswürdigkeit der Politik. Und vor allem, die Politik in Deutschland vermittelt den Menschen immer noch das Gefühl, dass es um etwas geht, um etwas Ernsthaftes und nicht nur um eigene Interessen oder um Spielereien, wie zum Teil in Italien. Ich würde gerne daran sozusagen in unserem letzten Zeitblock anknüpfen und auch das, was Michel Friedmann gesagt hat, wie schaffen wir das eigentlich, diesen undemokratischen Parteien entgegenzuwirken, dieses Pendulum wieder in Lot zu bringen. Aber ich möchte doch noch einmal bitte kurz vorher mich dem Begriff Heimat widmen wollen, weil Sie haben ja den Nationalstaat ins Spiel gesagt und es gibt ja diesen Satz, Vaterland ist, wo immer es gut ist, wie Sie jetzt gesagt haben, Herr Reiter, Heimat ist aber, wo es schön ist. Und das ist doch ein Unterschied. Und dieser Begriff Heimat ist doch eigentlich früher, vor dem 19. Jahrhundert, eher so im administrativen Sinne verwendet worden, wenn ich das richtig nachgelesen habe. So Geburtsort, Wohnort, Bürgermeisteramt, Polizei. Und dann ist es erst später im Zuge der Romantik und der nationalsozialistischen Ideologie sozusagen emotional aufgeladen worden. Und jeder versteht was anderes darunter. Also Saul Friedländer, das wissen Sie ja, sagt, meine Heimat ist die Geschichte. Das ist also das, was Sie gesagt haben. Und dass das was anderes ist, als was viele sozusagen unter Heimat verstehen, ist doch klar. Heiko Maas hat gerade geschrieben, Heimat ist unsere Grundgesetz, da, wo das Recht auf Freiheit für alle garantiert wird. Also sowas völlig Abgehobenes. Ja, das hilft uns ja dann vielleicht auch nicht weiter. Aber lassen Sie mich vielleicht Frau Stewart kurz fragen. Hier wurde ja schon erwähnt, das ist ja auch ein Versuch. Und in Bayern, wo Sie herkommen, gibt es das schon, das Heimatmuseum? Nicht Museum. Freudscher Versprecher. Museum wäre ja noch Freudscher okay. Versprecher. Ministerium. Wunderbar. Freudscher Versprecher. Ein Heimatmuseum. Das gibt's übrigens überall. Aber vielleicht wird es ein Heimatmuseum, also jedenfalls ein Heimatministerium. Und das irgendwie diese Heimat herstellen will. Selbst Herr de Maizière, der da Chef des Innenministeriums ist, wo das sein soll, meinte also, dass das eigentlich nicht ginge, dass die Heimat sich jeder selber schaffen muss. Aber in Großbritannien gibt es ja jetzt neuerdings ein Ministerium gegen die wachsende Einsamkeit von Menschen. Da wird ja auch mit Gefühlen gearbeitet, also wie auch zum Thema Heimat und weniger mit Sachpolitik. So eine Art Zuflucht für irgendwie verlorene Menschen? Oder ist das auch so eine Art warmer Mantel, der da rübergeworfen wird? Können Sie das erklären? Sie haben also das Ministerium for Loneliness. Einige von Ihnen haben gelacht. Bitte nicht lachen. Ja, genau. In unseren Großstädten und auf dem Land leben ältere Leute alleine und keine Familien. Es ist keine Lachensache. Und das hängt nicht davon, wir lachen dass nicht über die Sache, wir lachen vielleicht über das Ministerium. Ja, aber es macht es nicht Sinn, dass man sagt, die Regierung soll das, ob das über Gesundheitswesen, über Erziehungswesen, die Kommunen, die müssen das Problem, ob es jetzt um Busverbindungen auf dem Land geht, dass man das alles zusammenzieht? Vielleicht wird das in Deutschland auch mal so sein. Also mich freut sich, wenn Sie nicht einsam sind und ich bin da sehr froh drüber. Heimat. Berühmterweise gibt es ja dafür kein englisches Wort. Das kann man nicht übersetzen. Auch kein französisches. Und es ist, ich habe, als ich hier kam, ich wünschte, ich hätte die echte Übersetzung gehabt. Aber in Lee Marvin in I Was Born Under Wandering Star, da ist ein Satz drin, wo man sagt, heute kommen die Filme zum Zuge. Wie steht da? Home ist, wo ich herkomme und über das ich träume und ich hoffe, dass ich wieder zurückkehre. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, dann werde ich nie zurückkehren. Und das ist für mich dieser Heimatbegriff. Denn Casablanca, wissen Sie, der berühmteste Satz aus Casablanca ist, play it again, Sam, kommt im ganzen Film nie vor. Der sagt nicht, play it again, Sam, aber jeder glaubt es hat. Also ist Heimat ist dieses, aber ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Das letzte Mal, als ich hier in Hamburg war, ging ich zum Spiegel
Und da ist der Korrespondent in London für den Spiegel, das war der Bruder vom deutschen Botschafter, Matthias und Thomas Matusek. Mhm. Und wir hatten eine Debatte in London über den Verfassungsvertrag. Und Giscard d'Estaing war der Vorsitzende. Und Thomas sagt zu Matthias, was hat sie denn gegen den Vertrag? Und Matthias sagt, weißt du noch, warum die Bayern nie das Grundgesetz unterschrieben haben? Das hat sie gegen den Verfassungsvertrag. Und ich stand da und sagte, die Bayern haben das nie unterschrieben? Warum haben die Bayern das nie unterschrieben? Ich ging zurück und habe nachgelesen und er hatte vollkommen recht. Zu viel Kontrolle zum Zentrum, all die Sachen. Und wir werden geprägt von dem Platz, wo wir herkommen. Das ist mit Ideen, das ist mit Erinnerungen. Aber die Gefahr mit der Heimat ist, dass es die, was, an das wir uns erinnern, gab es vielleicht noch nie und gibt es ganz bestimmt nicht mehr, wenn wir zurückgehen. Nein, es gibt ja auch dieses Buch You Can't Go Home Again von Thomas Wolfe. Ja, und wir werden, wer war der griechische Philosoph, der sagte, Jürgen? You can't step into the same room twice, man kann in denselben Fluss nicht zweimal reingehen. Ich glaube, Heimatbegriff ist was ganz, ganz Deutsches. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass für Deutsche es so lange nicht klar war, wo denn Deutschland überhaupt war. Heinrich Heine. Ich wollte doch, Sergej Lagodinsky, gerade dazu dann nochmal hier einbinden, denn Sie waren ja 18, als Sie Ihre eigene Heimat verlassen mussten, also eigentlich schon mit Alexander der Große hat mit 18 schon die Welt erobert. Machen Sie noch mehr komplexe. Und an Heimat denkt man ja auch irgendwie besonders, wenn man sie verloren hat. Also diese Sehnsucht, da haben wir gerade darüber gesprochen, nach einer Vergangenheit, die ja nicht zurückgeholt werden kann. Und wir wissen ja auch, berühmt und anrührend, die vielen Beiträge der Menschen, die es in Exil fliehen mussten, es zum Teil gar nicht überwunden haben. Aber Sie selbst, nochmal zu diesem Thema Heimat, haben Sie in Deutschland eine neue gefunden? Ich habe gesehen, Sie haben einen Facebook-Post gemacht und Sie haben ein Foto hier gemacht von diesem Podium, aber das war vom letzten Mal, völlig andere Persönlichkeiten. Und da haben Sie gesagt, ich werde dem Michel Friedmann und auch Sonja Lanstein erzählen, dass ich mich in Deutschland pudelwohl fühle. Also. Das kann passieren. Das kann passieren. Es gibt Anomalien. Also wie sehen Sie das hier? Ist das Ihre neue Heimat? Wie blicken Sie auf Ihre alte zurück? Also wenn man das jetzt ernst, quasi auf eine ernsthafte Ebene hebt, ich glaube schon, dass ich in Deutschland eine neue Heimat gefunden habe, weil ich es gelernt habe, in einem Land zu leben, wo man sich wohlfühlt. Und das muss man sagen, also das ist vielleicht diejenigen, die nicht woanders gelebt haben und auch nicht zu schwierigen Krisenzeiten woanders gelebt haben, sie können es sich nicht vorstellen, was es bedeutet, in einem Land zu leben, wo Unsicherheit, Krisenhaftigkeit des Alltags, auch eine Feindseligkeit des Alltags spürbar ist, aber auch Kleinigkeiten, Umgang mit Sauberkeit, Umgang mit Ordnung, muss man sagen. Ja, das ist alles etwas, was sozusagen für Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, gehört das vielleicht so zum autoritären Elternhaus. Für Leute, die woanders herkommen, die wissen es zu schätzen, dass hier gewisse Phänomene gibt, an die man sich klammern kann. Und vielleicht ist es eine Selbsttäuschung, aber das ist auch eine Chance für uns alle, vielleicht diese Gefühle zu entdecken, sie zu enttabuisieren. Da bin ich der Meinung, ich gehöre sozusagen in diesem Diskurs, der jetzt auch links oder links der Mitte, Mitte links geführt wird, zu denjenigen, die sagen, ja, das ist eine Chance, diesen Begriff neu zu definieren oder so zu definieren, wie wir das für richtig halten, offen zu definieren, für alle zugänglich zu definieren. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es in diesem Diskurs darum geht, diesen Begriff zu finden. Ja, was bedeutet es denn Heimat? Ist das ein Ort? Ist das eine Erinnerung? Sondern es geht in diesem Diskurs um eine Enttabuisierung eines Gefühls in der öffentlichen Debatte. Eines Gefühls der Zugehörigkeit. Und ich glaube,
ich glaube durchaus, wir können mit Herrn Friedmann uns darüber unterhalten, ich glaube durchaus, dass wir diese Zugehörigkeit offen gestalten können und auch eine Brücke bauen können zu vielen Menschen, die dieses Gefühl brauchen. Mhm. Weltbürgertum hin oder Weltbürgertum her. Wie wir das gestalten, wie wir diesen Diskurs, diesen Dialog führen, ist unsere Sache. Aber diesen Dialog können wir nicht gestalten, wenn wir gleich diesen Begriff auslagern und sagen, das ist ein Begriff, mit dem wir nichts zu tun haben und haben wollen. Jetzt, Moment. Ich habe eine ganz wichtige Frage an Herrn Reiter, aber vorher, Michel, wollten Sie was sagen? Ja, und ich wollte dazu noch mal einwerfen, eine völlig verdächtiges Zitat von der französischen Philosophin Simone Weil, die Ihnen ja sehr nahestehen müsste. Und die hat sich genau zu diesem Thema geäußert und hat gesagt, Verwurzelung sei das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. Also erstens wollte ich nur sagen, ich habe auch deutsche Freunde, die zu Hause nicht ordentlich und sauber sind. Und das erleichtert mich. Sind Sie denn selber ordentlich und sauber? Ja, wir sind ja integriert. Und Integration bedeutet ja sehr oft, dass man als Kommender mehr leisten muss als die, die da sind. Nein, also um das mal ernst zu nehmen, ich finde das ja auch gut, dass es Deutsche gibt, die nicht diesen Tugenden entsprechen, wie die Klischees sind. Denn diese Gesellschaft, ich denke die ganze Zeit darüber nach, weil Sie das auch aus Birmingham erzählt haben, diese Gesellschaft ist so plural geworden. Meine Stadt Frankfurt, über 50% aller Frankfurter und Frankfurterinnen haben Migranten-Hintergrund. Und übrigens von über 60 Ländern. Jetzt, wir sagen alle, wir sind Frankfurter. Ja, ist die Heimat. Aber, na Moment, ob das die Heimat ist, lassen Sie die anderen entscheiden. Erst einmal sagen wir sind Frankfurter. Was heißt das? Das ist eine Bezeichnung des Ortes, an dem wir sind. Also ich wollte nur klar machen, dass wir Gott sei Dank mittlerweile als Deutsche sehr plural geworden sind. Es gibt nicht den Deutschen, es gibt, was in Deutschland ist, in einer Pluralität. Und wir bilden permanent das Deutschland der Gegenwart. Die zweite Bemerkung ist, ich finde Heimat völlig entspannt in der Diskussion. Sie ist eine, wie alle gesagt haben, eine Sehnsuchtslandschaft der Gefühle. Das sagt der Philosoph Schilling. Und gegen Gefühle anzukämpfen ist an sich kontraproduktiv. Sigmund Freud haben wir ja schon einmal gesehen. Aber die Aufgabe von uns ist, Gefühle zu reflektieren. Gefühle in eine Ebene dann doch zu versuchen zu transferieren, wo die Vernunft ein Stück mit diesen Gefühlen sich in Begegnung findet. Und Gefühle sind weder gefährlich noch nicht gefährlich, sondern sie sind immer im Kontext zu sehen. Also die Sehnsucht, mein Gott, die Sehnsucht nach diesem warmen, umhüllenden Bett à la Bonheur. Aber wenn es zum Beispiel von politischer Seite instrumentalisiert wird und aus diesem Gefühl eine nationale oder nationalistische Bewegung begründet wird, ja, dann kämpfen Sie mit der Ausschließung anderer, dann muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Moment an ist Heimat für mich ein gefährlicher Begriff, bleibt er aber in der Ebene, wir haben diese Sehnsucht, ich habe damit auch begonnen, diese Sehnsucht uns zu verorten, weil wir eigentlich als Menschen in Raum und Zeit nicht verortet sein. Also dann ja, aber bei der nationalistischen Ebene, nein. Darum geht es ja nicht. Aber was ist denn doch, darum geht es auch. Wenn wir ernsthaft über diese Heimat reden, und Sie haben gesagt, enttabuisieren. Es ist nicht tabuisiert. Es ist die Frage, in welchem Kontext benutzen wir diesen Begriff. Ja, dann schaffen wir doch den Kontext. Schaffen wir doch den progressiven Kontext für den Begriff. Ich kenne keinen progressiven. Wir können doch Heimat so definieren, dass es eine Offenheit ist, dass es durchaus auch die Verfassungsfreudigkeit ist, die hier ist. Die Heimat sind auch die Menschen, die in München die Flüchtlinge empfangen haben an Hauptbahnhöfen. Das ist die Wärme, die manche empfinden, wenn sie über diese Heimat reden. Wir sollen es nicht überlassen. Und diese Leute führen dazu, dass viele in Deutschland sagen, Deutschland ist nicht mehr unsere Heimat. Ja. Das ist die Spiegelseite ihres Beispiels. Ich möchte gleich dazu kommen, weil das die wesentliche Frage auch anspricht, wie gehen wir damit um und was können wir konkret tun? Da sind wir jetzt genau auf den neuralgischen Punkt, aber ich muss eine wichtige Frage loswerden, die mich beschäftigt an Herrn Reiter, die auch ein bisschen damit zu tun hat, was Sie vorhin mit Ihrer Einstellung und Ihrer Hoffnung, die Sie auf Europa ausgedrückt haben. Es ist ja eigentlich, Polen ist ja ein Land, das kaum ein anderes Land über Jahrhunderte so ein Spielball der europäischen Mächte gewesen ist. Immer wieder ja fast vergewaltigt, aufgeteilt, besetzt worden.
Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg Volksrepublik Polen bei der Sowjetunion und dann 89 Republik Polen, auch sehr bald nach 13 Jahren Mitglied der Europäischen Union. Neuerdings macht man sich aber im Westen und auch in Brüssel halt eben sehr große Gedanken und Sorgen über diese vermeintlich erstarkten nationalen oder nationalistischen Tendenzen in Polen. Auch mit dem Versuch, ich will ja jetzt nicht in Einzelheiten eingehen, aber es hat ja auch was mit diesem Thema der Heimat zu tun, also die Geschichte ein bisschen umzuschreiben. Also wir haben neulich dieses wunderbare Museum in Danzig über den Zweiten Weltkrieg besucht, wo ich dann gehört habe, wahrscheinlich ist das auch nur Halbwissen, dass der Direktor entlassen worden ist und dass man unzufrieden ist, wie wenig patriotisch über die polnische Heimat Einsatz im guten Sinne gesprochen wird. Teilen Sie diese Sorge? Dieses Museum ist ein interessantes Beispiel, denn das Museum war ein Versuch und ein sehr erfolgreicher Versuch, die Geschichte Polens im europäischen Kontext darzustellen. Und zwar nicht so, wie das immer in der Vergangenheit war, die Geschichte Polens oder Polen als etwas Besonderes, was nicht zu dem Rest passt, darzustellen, sondern besonders aber Teil eines größeren Ganzen. Ich fand das fantastisch. Ich habe das unterstützt. Heute wird das nicht mehr akzeptiert. Warum? Weil es in Polen nicht gelungen ist, und darüber könnte man lange reden, warum, die Modernisierung, die Westernisierung zu versöhnen, in Einklang zu bringen mit der Tradition. Und das war, glaube ich, das Entscheidende, was die Unsicherheit geschaffen hat. In vielen Ländern, Deutschland ist ein ganz gutes Beispiel dafür, haben die Menschen das Gefühl, dass ihr Leben so ein Kontinuum ist, auch wenn die faktisch ihre Welt sich in 20, 30, 40 Jahren dramatisch verändert. Aber den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie immer in derselben Welt leben, trotz dieser Veränderungen, ist eine große Kunst. Und die ist in Deutschland gelungen, obwohl Deutschland eigentlich historisch in einer sehr ungünstigen Situation war. Nach der Vereinigung sagte Helmut Schmidt, wir müssen dafür sorgen, dass der Begriff Nation nicht von den falschen Leuten manipuliert wird. Und dieser Gedanke führte zur Gründung der Deutschen Nationalstiftung. Ich bin im Senat dieser Stiftung. Hier sind viele, die vor allem einer, den ich hier vor mir sehe, die diese Stiftung mit aufgebaut haben, maßgeblich beteiligt waren und sind. Diese Stiftung war ein Versuch, eben eine Diskussion zu eröffnen in Deutschland über die nationale Frage. Ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiger Begriff ist. Aber sehen Immerhin, Sie das in Polen? Diese Stiftung gibt einen deutschen Nationalpreis und das wäre in Polen heute unmöglich. Mhm. Eine solche Stiftung, eine polnische Nationalstiftung, die mit einer solchen Zusammensetzung wie in Deutschland wäre heute unmöglich. Ein polnischer Nationalpreis wäre heute unmöglich, weil nämlich es nicht genug Konsens gibt in den Grundfragen der Gesellschaft. Hm. Dieser Konsens hat sich aufgelöst. Und das ist nicht nur ein polnisches Problem. Dieser Konsens ist auch in Amerika zerbrochen. Also, das ist aber für den Zusammenhalt einer Gesellschaft eine sehr gefährliche Sache. Deshalb glaube ich eben auch, man muss gerade in Zeiten von schnellem Wandel, muss man den Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie nicht überrollt werden und nicht überfordert werden. Es hat keinen Sinn, am Ende zu sagen, ich habe recht. Ja, okay, ich habe recht, aber wenn die anderen nicht mitmachen, dann ist das wenig wertvoll. Ja.
Deutschland hat es erstaunlicherweise ganz gut geschafft. Sie sind ein großer Deutschland-Fan. Das ist für die Zukunft. Für die Zukunft ist das wahrscheinlich, da kann man keinen Tag vor dem Abend loben. Aber ich sage darüber, was ich in Deutschland seit Jahrzehnten immerhin verfolge. Ich habe jetzt ein Problem, dass unsere Zeit wird knapp und ich würde gerne zu diesen Kernfrage kommen, die Sie vorhin angesprochen haben. Und da sage ich jetzt, würde ich gerne Frau Stewart und Michelle nochmal speziell dazu befragen und dann nochmal eine kleine Schlussfrage, wenn das so recht ist. Wir könnten sonst ewig diskutieren. Ich glaube, heute würde uns das wirklich nicht ausgehen. Aber es geht ja während der Anfängen, haben Sie ja gesagt, Michelle. Und es geht ja auch tatsächlich darum, diese Gegenbewegungen nicht zu stigmatisieren, bagatellisieren, sondern ernst zu nehmen und halt dieser insbesondere auch schon mal der Rhetorik der Rechtspopulisten entgegenzuwirken. Ich würde das versuchen, jetzt mal ganz konkret und vielleicht relativ kurz, wenn es möglich ist, Sie beide zu fragen. Frau Stewart, Sie haben es ja vorhin erwähnt, dieses Buch von David Goodhart über die Anywheres und die Somewheres, vielleicht noch mal kurz, also zur Erklärung, als Anywheres sind ja die weitläufigen gebildeten Menschen, die sich überall zurechtfinden, die auch den Brexit abgelehnt haben, aber nur 25% der Bevölkerung eigentlich sind, aber dominant sind in Politik, Medien. Und die Somewheres sind halt eben die weniger mobilen und die weniger gebildeten, die sich also stärker an ihrem Heimatort verbunden fühlen. Sie sind ja jetzt auch Vorsitzende dieses Vereins Change Britain. Wie konkret wollen Sie diesen Somewheres helfen, beziehungsweise wie können Sie es erreichen, dass Sie diese schlimme Polarisierung und diesen Extremismus, der ja auch in Großbritannien eine hässliche Fratze hat, nicht nur bei uns. Was konkret machen Sie hier, dass Sie, um dem entgegenzuwirken? Das passt ganz zu den, diese Fragmentation, die wir in unseren Gesellschaften sehen, hat ja Gründe. Und das größte Problem für uns als Politiker, ich bin zwar nicht mehr Abgeordneter, aber ich habe die Politik nicht aufgegeben, ist, dass man ganz viele Sachen zusammenhalten kann, solange man ein besseres Morgen versprechen kann. Ein wirtschaftliches, bessere Zukunft. Ein realistisches. Ja, und das ist ja im Augenblick in ganz vielen Gesellschaften nicht mehr möglich. Wir haben ganz viel so Interviews gehalten, etwa 4000 im Zusammenhang der letzten Wahl. Und der große Unterschied, den ich sehe, ist Land und Staat, alt und jung, reich und nicht reich. Und das alt und jung, ich glaube, ist das größte Problem. Etwa die 35-Jährigen, die sehen zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, warum sie in eine Rente einzahlen sollen. Was Pension, das ist ja für mich kein Problem. Die glauben, meine Eltern, die haben alle ein Haus, ich kann mir entweder nie ein Haus kaufen. Unsere ganzen Sozialsysteme wurden geschaffen für 3 Generationen, sollen aber jetzt für 5 Generationen das liefern. Und das ist, was die Politiker ganz oft nicht angesprochen haben. Und David Goodharts Buch, wenn Sie zum Beispiel die Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen sich ansehen, in den Großstädten wie Birmingham ist es weniger ein Problem, weil es nämlich ganz egal ist, ob es jetzt um die Afro-Caribbeans oder die Inder oder die Chinesen geht, die sind groß genug, dass sie Leute in diesen Gruppen haben, die reich, die arm, die gebildet, die ungebildet sind. Sobald man aber dann mehr aufs Land geht und ganz große Gruppen hat, wo eine bestimmte Bevölkerungsgruppe diese verschiedenen Schichten nicht hat, also wirtschaftlich geht es ihnen nicht gut, dann gibt es diese hässlichen Ausdrücke des Nationalismus. Man versucht, dass man jemandem die Schuld geben. Das hängt ja immer darum, dass jemand, der da draußen ist, der daran schuld ist, dass es mir nicht gut geht. Aber was wäre jetzt eine ganz konkrete, umfassende Maßnahme oder was ist angedacht jetzt von Ihnen, Ihrem Verein, weil zivilgesellschaftlich geht das vielleicht manchmal anders als eines der Tory-Regierung? Eines der großen Sachen ist in Change Britain, dass in Großbritannien wir für zu lange, wenn uns ausgebildete Arbeiter fehlten, dass wir nicht die Ausbildung im eigenen Land hatten, sondern
da kamen die ganzen Plumbers aus Polen und die Krankenschwestern aus den Philippinen und die Ärzte aus Indien. Und das sind natürlich Probleme. Mhm. Auf lange Dauer kann man eine Gesellschaft nicht so aufbauen. Da kann man Ihnen ja nur wirklich Glück wünschen mit dieser Regierung, die Sie haben, oder vielleicht einer neuen. Man schmunzelt ganz oft in Deutschland, über was sich in Großbritannien abspielt. Aber ich möchte Ihnen bloß, was ich in den letzten 40 Jahren gesehen habe, ist, dass ganz oft was anfängt in Großbritannien. Ja. Und dann in 15 Jahren hat man dieselben Probleme hier. Und ich sage immer, dass Schadenfreude ein deutsches Wort nein. ist. Für, nein, lass mich aufhören. Ich sage, Schadenfreude ist ein deutsches Wort für ein typisch britisches Gefühl. Okay. Und die Deutschen, die sind ganz, ganz oft auf der Couch. Die meinen, wir haben die Probleme. Wir haben alle dieselben Probleme. Es ist bloß, dass wir in bestimmten Zusammenhängen, dass wir erheblich mehr voneinander lernen können, als wir uns oft bewusst sind. Also schauen Sie sich Großbritannien an. In 4 Jahren. Und dann 10, 15 Jahren. Prima. Hoffentlich sind Sie dann auch noch vorneweg in dem Change Britain. Ich hoffe nicht. Michelle Friedmann, diese Kernfrage, also Sie haben ja gesagt, wenn dann die AfD in der Regierung sind, dann packen wir unsere Koffer. Da hatte ich schon, seitdem ich wieder nach Deutschland kam, auch schon die eine oder andere Situation, wo ich mich gefragt habe. Ich bin ja also hier fest verankert geblieben, übrigens mit meinem Mann, einem echten Bierdeutschen, wie wir da hier so nicht im Podium sind. Ein Bierdeutscher habe ich gelernt. Hat Frau Tempel übrigens, die Sie ja kennen und die ja leider so tragisch verstorben ist, kurz nachdem sie hier war, gesagt, ich bin eine Bierdeutsche. Mein Mann, sie ist aus Bayern, mein Mann ist aus dem Neandertal. Also aber Michelle, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los, sagt der Zauberlehrling. Wie werden wir sie los? Was müssen wir tun? Ja, also erstens würde ich ganz gerne wissen, von 300 Jahre, 400 Jahre in Ihrer Biografie, ob Sie Biodeutscher waren oder was ganz anderes. Irgendwann gab es ja nicht den Deutschen. Solange aber wir in der Beschreibung von unseren Ländern plötzlich über Inder und Pakistanis reden, statt über Briten, oder was auch immer, oder wir plötzlich über Türken statt über Deutsche in der dritten Generation, die hier leben, begehen wir bereits schwieriges Denken. Ich bin nicht der Meinung, dass wir hilflos sind. Ich bin nicht hilflos. Ich bin überhaupt nicht hilflos. Wir müssen die Auseinandersetzung führen. Und wir müssen eine Haltung haben. Und in einer freien Gesellschaft gibt es eine pluralistische Haltung, die man definiert, der eine so, der andere anders. Aber wenn ich mit AfD-Wählern streite und ich will mit denen streiten, dann tue ich das, was sie wollen. Ich nehme sie ernst. Und natürlich mag es sein, dass sie die Rente ungerecht finden, dass sie der Meinung sind, es gibt zu viel Einwanderung oder Muslime. Aber letztendlich stellt sich die Frage, du hast deine Stimme und ich nehme dich ernst, einer Partei gegeben, deren Repräsentanten bis zum Partei- und Fraktionsvorsitzenden in Teilen antidemokratische Aussagen machen. Und darüber will ich streiten. Und wenn wir das hinter uns gebracht haben, dann können wir auch über die Rente reden und all diese Geschichten, wie man sagt, es ist ein Protestwähler. Bei CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke nehmen wir doch auch die Wähler ernst. Warum hast du Merkel unterstützt? Warum hast du Schulz gestürzt? Warum nicht mit diesen Gruppierungen? Und wir sind nicht hilflos. Wir müssten es nur tun, weil wir bei diesem Tun uns selbst wieder verorten würden. Wir würden wissen, wo stehe ich eigentlich? Und in der Bequemlichkeit zu sagen, nein, das müssen wir alles hinnehmen, wir müssen es nicht, wir können darüber streiten. Und ich habe gesagt, ich würde dann gehen, nicht weil die AfD in der Regierung ist, sondern weil die Mehrheit anscheinend in ihrer Haltung nicht streiten wollte. Sonst wäre das nicht passiert. Es ist eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung dieser Citizens, dass sie sich verorten, wo sie sein wollen. Und die muss offensiv geführt werden. Ich weiß eine Haltung, andere haben eine andere. Lasst uns darüber streiten. Wir verhandeln immer wieder in Gemeinschaften und Gesellschaften. Wir verhandeln immer neu. Und momentan verhandeln, ob in Polen, ob in Ungarn, ob teilweise auch in Amerika, Gesellschaftsbilder stärker
als andere Bilder. Wo sind wir denn eigentlich? Warum sind wir so gepflegt und müde, währenddessen wir sehen, dass Nationalisten und Rassisten sehr wach sind? Sind die so stark oder sind wir nicht aktiv genug? Deswegen, die Antwort ist wirklich banal. Ich sitze hier, um zu diskutieren und eine Haltung abzugrenzen mit anderen und zu lernen. Aber das hier sitzen reicht natürlich nicht. Ich bin in einem Job. Wer redet was? Ich bin in meiner Familie. Wer redet was? Ich bin mit Freunden. Wer redet was? Und wenn ich etwas höre, was rede ich? Damit fängt das erstmal an. Und der Rest ist ein Produkt entweder des Schweigens oder des Streitens. Ich liebe das Streiten, wie Sie wissen. Ja. Wir müssen leider zum Schluss kommen, aber Sergej. Dass wir streiten müssen, ist absolut richtig. Die Frage ist aber ein bisschen diffiziler. Ab wann ist das kein Streit mehr, sondern ab wann lassen wir uns von denen treiben? Wo ist die Grenze? Und das ist die Frage, die alle beschäftigt, ob im Bundestag oder in den Landtagen. Wo ist die Grenze, ab wann wir nicht mal reagieren sollen auf die Provokationen der anderen Seite? Und ab wann müssen wir sie vielleicht in inhaltlichen Sachen schlagen? Also was ist die Antwort von der AfD zu Fragen der ökologisch-sozialen Transformation? Sie haben doch keine Antworten. Was ist die Frage? Ich saß mit denen auf Podien jetzt im Wahlkampf sozusagen, mit russischsprachigen, muss man sagen. Es gab Townhalls und es gab russischsprachige AfD-Leute und es gab natürlich ein Publikum, was nicht so freundlich und weltbürgerisch war wie hier, sondern die waren potenziell eher AfD-Leute. Aber wenn ich dann gefragt habe, den AfD-Mann, der selber seit einem Jahr erst überhaupt in der Politik ist und nie im Leben was gemacht hat, außer Flüchtlinge, Frühsexualisierung zu bashen und Putin zu verherrlichen. Wenn ich den Leuten dann sage, sind das wirklich die Fragen, die euch, die euer Leben bestimmen? Nein, die Fragen sind anders. Was ist mit Rente? Was ist mit der Umwelt für unsere Kinder? Und da konnte dieser Kollege und übrigens auch Gauland, wenn man mit ihm spricht, hatte ich auch schon mein Vergnügen. Er kann überhaupt nichts liefern. So müssen wir sie anzaubern und natürlich auch eine klare Kante zeigen, aber auf eine weise Art und Weise. Dann haben wir ja hier ein paar Anleitungen, wie wir das ja alle, wir können das ja alle machen, wir sind ja eigentlich unter uns hier, aber wir können alle wieder rausgehen. Ich vermute es. Aber jetzt müssen wir Schluss machen und ich möchte eigentlich so eine schöne kleine Frage noch stellen am Ende, wo wirklich jeder mit einem Satz vielleicht antworten kann, um das abzurunden. Und wenn ich mich nicht irre, Janusz, auf Polnisch heißt Heimat dumm. Es gibt eigentlich keinen Begriff. Okay, ich habe gelesen, es heißt dumm, das muss ich jetzt wegen meiner Heimat Frage. Ist Vaterland. Es gibt den Begriff Vaterland. Also ich habe gegoogelt und es kam raus dumm. Und was habe ich? Aber dumm ist zu Hause. Genau, und im Kroatischen bei mir... heißt ich Dom, ist mein Zuhause. Und Sie haben es ja vorhin auch mit dem Zuhause, das ist ja ein viel schöner Begriff. Alles ändert sich, Landschaften, Grenzen, Identitäten, aber jeder hat irgendwie ein Zuhause. Ich möchte einmal wissen, wie muss das Zuhause für Sie sein? Also ganz konkret, gemütlich oder? Gemütlich? Ein Satz. Ich kann darauf nicht... Antworten nach 1,5 Stunden, wie wir darüber diskutiert haben. Es gibt ein Zuhause. Na, ich hoffe, dass ich ein bisschen in mir selbst authentisch bin. Das würde ich Zuhause nennen. Aber natürlich kann ich jetzt sagen, meine Eltern, ich könnte sagen, meine nein, Kinder. Nein, okay, nein, ich finde das schwierig, wenn ich Ihre Frage beantworten müsste. Ausnahmsweise passe ich. Okay. Gisela Stewart? Zu Hause ist, wo meine Bücher sind. Ja. Und das ist, was ich, mein ältester Sohn ist Architekt, wir haben gerade eine Garage umgebaut in meine Bibliothek und da habe ich jetzt einen Holzofen drin und das sind meine Bücher und da kann ich die Läden zumachen und das ist für mich zu Hause, aber es sind die Bücher. Denn das ist mein ganzes Leben ist in meinen Büchern. Ja. Und das Schönste für mich war, ich habe gefunden, eine dreibändige Ausgabe von Thomas
Josef und seine Brüder, im Fischer Taschenbuchverlag. Und das war, und ich habe mir das Buch angeschaut und habe gesagt, das habe ich in 1972 in Mühldorf gekauft. Das ist mit mir in jedem Platz gewesen, in dem ich gelebt habe. Ich habe es noch nie gelesen. Ich werde es auch, ich werde es jetzt auch nie lesen. Aber das Buch muss bei mir auf dem Regal sein. Ich muss Thomas, Josef und seine Brüder, der gehört mit meinem Leben. Ja. Und das ist, man schafft diese Heimat. Und verschiedene Leute machen das mit Sachen und ich mache das mit meinen Büchern. Sehr schön. Janusz, Reiter? Meine Zuhause, das sind Menschen, mit denen ich mich ohne Begriffe zu definieren, verständigen kann. Weil ich stelle allerdings fest, dass mein polnisches Zuhause so betrachtet, dann privatisiert wird und nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Und das macht mir Sorgen. Und ich möchte nicht nur in einem engen Kreis leben, in dem es eben diese Leichtigkeit der Verständigung gibt. Ich möchte das auch erweitern. Und ich glaube, wir alle brauchen das. Und das ist nicht nur das Vaterland, also der Nationalstaat, das ist auch Europa. Und in diesem Europa müsste uns mehr verbinden als gemeinsame Interessen. Warum ich solches Vertrauen in Deutschland bei mir entwickelt habe? Weil ich gelernt habe und gesehen habe, wie dieses Land ein westliches Land geworden ist. Nicht im Sinne des westlichen Wohlstands. Solche Tankstellen wie in Deutschland gibt es auch in Saudi-Arabien. Aber das hat mit dem Westen nichts zu tun. Dieser enorme Mentalitätswandel, der hier stattgefunden hat, hat es mir erlaubt, mich in Deutschland wohl zu fühlen und Vertrauen zu haben. Was ich an Deutschland kritisiert habe in den vergangenen Jahren war, dass es hier zu viel Konsens gab und zu wenig politischen Konflikt. In meinem Lande ist alles Konflikt und nichts Konsens. In Deutschland war bis vor kurzem alles Konsens und nichts Konflikt. Noch bei anderen Ländern, wo alles das wird sich in beiden Ländern ein bisschen ändern. Ja. Sergej. Wenn es auf eine Definition... Kurz. Na, versuch's mal. Es ist wahrscheinlich ein Ort, wo ich selbst sein kann, ohne zu erwarten, dass andere sich verstellen. Genau, authentisch. Um das jetzt sozusagen kurz zu fassen. Aber wenn es um einen Ort geht, dann ist es am Knick 15 in Norderstedt. Weil da ist jetzt ein Baufeld, glaube ich. Aber da stand unser Asylbewerberwohnheim, Flüchtlingsheim in 1993, wo wir einquartiert worden sind. Und da wohnten wir zusammen mit Russlanddeutschen, mit jugoslawischen Flüchtlingen, mit deutschen Obdachlosen zusammen. Bosnisch. Und ich glaube, wenn ich mit Bosnien, ja, also die wurden damals, Kroaten waren viel dabei. Und ich glaube, wenn ich daran danach zurückdenke, das war vielleicht die glücklichste Zeit meines Lebens in Deutschland, weil ich träumen konnte. Mhm. Und ich dachte, dass alle Träume noch wahr werden können. Und vielleicht ist das der Ort. Ja. Vielleicht ist das die Heimat. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an Sie alle. Ich muss sagen, für mich war es die schönste Veranstaltung und auch die mich am meisten gerührt hat. Und danke auch an Sie, liebes Publikum. Ich hoffe, dass Sie auch etwas Schönes, auch Ernstes mitnehmen. Und was Schönes ist natürlich auch, was Herr Hoffmann gesagt hat, also geben weckt auch schöne Gefühle. Und es ist wirklich so, dass wir für unsere Arbeit vor Ort in Jerusalem Bridging the Gap in diesem Jahr, wo die Situation in Jerusalem so kritisch ist und so angespannt ist, 50.000 Euro sammeln müssen. Und wir werden alles tun, unser kleiner Verein, aber wirklich jede kleine Spende hilft.
Ich möchte das noch einmal anbringen. Und dann meine allerletzte Ankündigung. Ich habe, obwohl es mir jetzt so gut geht nach diesem Gespräch, habe ich doch auch ein weinendes Auge eigentlich, weil es jetzt vorläufig zunächst mal unsere letzte Veranstaltung hier im Bucerius Kunstforum ist, der ja hier Großes vorhat und einen großen Umzug in neue, noch viel tollere Räumlichkeiten zieht und da erstmal damit beschäftigt ist. Der Countdown ist in vollem Gange und ich drücke Ihnen also alle Daumen und vielleicht geht's dann dort erstmal weiter, aber ich möchte auf jeden Fall mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Hoffmann, und bei Ihrem ganzen Team, die, glaube ich, heute zur Hälfte krank sind, wie es uns allen geht, ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen. Aber wir werden sozusagen umziehen erstmal in eine andere hervorragende Institution der Zeitstiftung mit und in die Bucerius Law School, die also auch sehr stark in die Stadt hineinwirkt. Und Sie wissen ja, oder viele wissen es nicht, aber ich sage es jetzt, in diesem Jahr ist 70. Gründungsjubiläum des Staates Israel. Das wird jetzt hier nicht in Deutschland riesig begangen, aber es ist am 14. Mai. Aber wie bei allen großen Jubiläen zieht sich das durchs ganze Jahr durch und natürlich gibt es auch das Besondere des deutsch-israelischen Verhältnisses. Und wir werden dann im Oktober sozusagen innerhalb dieses Jahres eine nächste spannende Bridging the Gap-Veranstaltung zum Thema Jerusalem haben. Und zwar Jerusalem, die verheißungsvolle Stadt, beleuchtet aus jüdisch-muslimisch-christlicher Sicht und auch als Kristallisationspunkt aller Konflikte und aller Koexistenz, die man sich vorstellen kann, mit einer enormen Ausstrahlung in die Welt. Und auch das Zuhause, der Dom oder auch die Heimat des Israel Museums und Bridging the Gap ist auch in Jerusalem. Also bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch diese furchtbare Kälte und dann durch die schönen Jahreszeiten. Und ich hoffe, wir sehen uns im Oktober. Vielen Dank.